Diet. Hast du ja auch den LKW, Mike? Hey, cool, wir fahren zum ersten Mal alle an den gleichen Ding an. Oh, ich habe aber so einen scheiß kleinen LKW. Ah, du hast den scheiß Drecksding, wo so scheiße Drecks... Wobei, aber der geht eigentlich gut, glaube ich. Ach was. Gut, wer fährt vor, wer will vorfahren? Ich fahr vor. Ja, dann mach eine. Scheiße, ich habe geringen Luftdruck, warte kurz. Hast du das denn so eingestellt? Scheiße, ich hab vergessen, ich hab die automatische Ding, ich kann mal irgendwas umstellen. Ich hab nämlich die Automatik wieder drin, da kann ich den nicht auf Leerlauf schalten. Oh Mann. Warte kurz, Ja, dann fahre, nee, dann können wir den hier erstmal rauslassen. Das war Gameplay, gell? Ich bin fast draufgefahren. Bremsdruck, da, Druck, Bremssystem, so. Okay. Jetzt so. Ich halt hier vorne mal bei der Bushalte. Okay. Mike, bist du hinter mir? Ja, ich bin hinter dir. Okay. Ach, hinter uns ist schon Dani, also wir können gleich weiterfahren. Okay. Gib Gas, Junge, gib Gas, ich bin schon 50. Hallo, hier ist rote Ampel. Gehen wir voll in die Eisen jetzt, oder? Du kommst hier nicht vorbei. You shall not pass. Vorglühen, Junge, vorglühen. Voll über den Bordstein gerappt hier. Oh, scheiß die Wand an, warte mal eine Sekunde. Der macht hier mal wieder so eine richtige Kage. Mach hier mal keinen Stress hier. Dani? Hm? Warte aber auf uns, ne? Ja, nee, ich muss reparieren. Also, ja gut, ne? Das Einzige, was kaputt gegangen ist, sind meine Reifen. Oh, was ist denn hier los mit der Ampel, ey? Stimmt, ich hab auch noch von meinem... Frage, wunderbar. Ich hab auch noch von meinem letzten Auftrag 5% Schaden, die müsste ich auch noch reparieren, fällt mir gerade so auf. Ich hab 0%, weil ich einen neuen LKW gekauft habe. Obwohl, ne, die habe ich, weil ich da versucht habe, in der Garage einzuparken. Hör auf, Dani. Also, ne, ich muss hier nochmal rein. Dani lässt mich rein. Wollt ihr mich verarschen jetzt, oder was hier? Ich fahr da lang. Ich halte hier vorne an der Hauptstraße. Sigi ist Sigi. So, Wartung. Ich warte erstmal. Achso, übrigens, falls sich hier jemand gewundert hat, warum ich hier so Dinger rumbaumeln habe. Ich hab mir mal dieses DLC gekauft. Was für Dinger hast du rumbaumeln? Dinger. Ich will sehen! Warte. Wenn du das DLC nicht hast, dann hast du... Also Wimpel habe ich vorne drin. Ach so. Jetzt verstehe ich. Ja, und so ein Wascheldackel da. Ich kann auch vorfahren. Ja. Ich bin schon vorgefahren. Ja, komm, dann ich warte hier bei der Autobahn. Nein, jetzt fahr ich da nie. Ach du Arsch. Und blinken hat er vergessen, ich glaub's nicht. Hallo? Halt doch mal einmal die Mike blinkt in Real Life hier. Da blinke ich jetzt halt. Warum? Achso, ich habe ja meinen Blinker auf die rechte Maustaste gelegt, okay. Ich hab beim Controller auf die Tasten unten. Ja, ich fahre erst jetzt wieder mit Controller in der Stadt. Upsala, jetzt habe ich geblinkt. Ich bin in der Stadt noch mit Tastatur gefahren. Ja, ich glaube, ich wechsle jetzt auch gleich auf Tastatur, weil ich brauche eine Hand, wo frei ist. Ah ja, so so. Ja, was? Mit Controller kannst du schlecht eine Zigarette halten, nee, wobei kann man schon, aber... Hä? Losfahren. Kannst du wieder losfahren. Okay. Wir sind jetzt da. Mitten auf der Straße hält er an, meine Güte. Erzähl nix, ich hab im Grün gestanden hier. Ihr seid die Autobahn gleich hochgefahren? Nee. Ja, nach rechts. Nein, links. Auf jeden Fall nicht geradeaus. Wir fahren Gegenverkehr. Halt die Fresse jetzt hier! Rennen! Scheiß Daniel! Oh scheiße, Motorfeldfunktion! Du bist doch gerade, du hast doch gerade erst repariert! Ja, ich weiß! Er hat ihn einfach ausgestellt wahrscheinlich hier, der hat Angst! Nö! Ich hab gehofft, dass ich noch weit weg war, nicht? Weil er hat mich mehr beschleunigt. Irgendwie passt hier was nicht, KMH-Anzeige zeigt an, dass ich 60 fahre. Du fährst auch 60. Echt? Ich fahre jetzt 68. Tempomat habe ich angeschalten. Fahre ich wirklich so langsam? Ja. Was meinst du, warum ich dich überholen konnte? Ich kann dich auch überholen, wenn ich Vollgas gebe. Wie schwer ist denn dein Anhänger? Lol, was ist denn hier los? Oh, warte mal. Scheiße! Ich bin dir fast hinten reingefahren, oder? 25 Tonnen. Ja, ich habe gerade so oft die Taste gedrückt hier. Okay. Seid ihr stehen geblieben? René ist stehen geblieben, auf einmal. Und ich bin ihm fast hinten reingefahren, auf einmal. Auf einmal, hör auf mit deinem auf einmal, mir schick jetzt Balle. Ich finde hier die Sachen cool. Holala.
lalala, holla die Waldfee. Hör auf jetzt! Schlenker. Ich hab einmal bis 100 beschleunigt, das kann man einfach nicht weglassen. Das ist sogar richtig realistisch, ey. Das ist schon krass hier. Und jetzt soll ich nach vorne gucken, weil da ist nämlich ein Dani. Ja, ich hab grad stehen bleiben müssen, weil ich dachte, ihr seid stehen geblieben. Ja. Und im Beschleunigen tut er nicht so schnell bei mir. Okay. Mike, hau jetzt die Liftachse rein, während du rechts um die Kurve bretterst. Bei 120. Ja, ich hab die unten. Okay. 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 Das macht irgendwie überhaupt keinen Unterschied, habe ich so festgestellt. Ich muss hier abbiegen. Oh, falscher Blinker. Wo abbiegen? Hier da vorne. Geht's gleich Autobahn ab. Ja, links oder... Ah, scheiße, ja stimmt, geht ja nur links. Lass nee, mich. Da würdest... Du könntest auch geradeaus fahren, aber... Nein. Sehe ich gar nicht ein. Also wir wollen alle rechts rum. Also rechts, dann weiter die Spur, oder wie jetzt? Ja. Rechts hoch so. Hä? Wie rechts? Keine Ahnung, hoch? Was auf dem... Keine Ach, geradeaus weiter meinst Nein, du? Nein, rechts. Oder? Rechts abbiegen. Das von der Autobahn abfahren. Also nach Frankfurt, Köln. Keine Ahnung, was da stand. Auf jeden Fall rechts. Dann fahre ich aber komplett falsch, weil mir sagte, ich soll nach hinten dann fahren. Das ist egal. Ja, in die andere Richtung. Wir fahren jetzt alle erstmal hinter René her und danach fahren wir hinter mir her. Okay. Also, und danach gucken wir, was der Dani so hat. Und danach lassen wir Dani alleine weiterfahren. Ja, mir ist es egal, ich kann den Auftrag auch abbrechen. Hat euer LKW auch nur noch 12 Gänge? Ja. Ja, die hatten schon immer nur 12 Gänge. Gab es nicht auch mal mehr? Ja, es gab einen LKW mit 16 Gänge. Echt? Ja. Hatte der nicht nur 14? Nein. Ja, aber weil ich wundere mich gerade. Von als. Ach man, schon wieder diese Rotztaste. Oh. René bleibt wieder stehen. Achtung. Komm ich da vorbei? Ja, ich komm da vorbei. Wow, was ist denn hier los? René, du brauchst echt mal einen neuen PC. Tut mir leid, ich verdrück mich manchmal ein bisschen. Der da links, der bräuchte auch mal einen neuen PC. Sorry, Mike, sorry. Hör auf mit dem sorry, mir schick jetzt Balle. Okay. Bei unseren Arbeit, das ist echt lustig, muss ich schon sagen. Warum wollen jetzt eigentlich alle Leute spielen hier? Moment, ich glaube, ich stell gerade mal kurz, Hör auf jetzt! Steam auf offline. Sorry! Moment, wenn ich irgendwo auf einer Geraden bin. Ich fahre jetzt mal kurz mit Tastatur, also nicht sorry, wundern, wenn Dani, ich so Zuckungen sorry. Habe. Ich finde das lustig, wenn der Hund so wackel. Warum geht der einfach nur bis 120 hier? Was ist denn hier los, Hunde? Was ist denn los mit dir? 750 PS und nichts geht hier. Kostet nichts Neues. Jetzt haben wir alle einen Volvo, ne? Ja. Ich hab glaube ich noch den alten und ihr habt den neuen. Ja, der neue ist besser, der hat einen USB-Stick oben in der rechten Ecke drin. Wow, ein USB-Stick, mit dem man nichts anfangen. Ja, fürs Smart, doch, für Handy aufladen. Ja, in echt, aber doch nicht hier. Meine Fresse, außerdem hast du da doch kein Handy. Ich tue da einfach jetzt hier mein Ladekabel durch den Bildschirm rampen und schauen, ob ich laden kann. Beim Röhrenbildschirm macht es bestimmt richtig Spaß. Mach doch mal. Mhm. Oh, ich vermisse die Röhrenbildschirme geradeaus. Okay. Ich vermisse die Röhrenbildschirme. Wenn du über die Glasscheibe mit der Hand gegangen bist, hat es immer so schön geknistert. Ach, ja. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie immer gar nicht so geil. Ich schon. Die Auflösung war zwar grottig und es hat voll viel Platz weggenommen, aber es war halt, ne? Cool. Ja. Von hinten kommt ein LKW, das ist bestimmt nicht der Mike. Nee, da kommt ein anderer angefahren. Soll ich mal ein bisschen schlängern hier vorne hier? Vielleicht mal Straße blockieren, dass das Slalom fahren muss bei 120. Komm, wir fahren einfach alle zusammen. In einer Kolonne. Trau dem nicht. Kennst doch bestimmt dieses Bild. Lassen. Dieses Bild von wegen früher war alles besser und dann sitzt auf der linken Seite eine Katze auf dem Röhrenbildschirm, also auf so einem Röhrenfernseher und rechts sitzt eine Katze auf so einem Flatscreen. Also hängt oder so. Keine Ahnung. Früher war alles schlecht, die Menschen mies. Und ungerecht. Ja. Das ist doch heute auch noch. Nein, heute ist es noch viel schlimmer. Stimmt. Oh, Junge. Boah, der René, der ist sogar ganz vorne. Der hält alles auf hier. Der René wird gleich von denen gemobbt. Der eine hat schon sich hinter ihn gesetzt und der andere ist auf der linken Spur. Ich sehe gar keine in meinem Rückspiegel.
Was ist hier los? Ich bin jetzt mal wieder auf der Autobahn gefahren, also jetzt in Real Life und so. Und die sind alle rechts an mir vorbeigefahren. Ja, die sehen, dass da eine kilometerlange Schlange vor mir ist und ich eigentlich gerne schneller fahren würde. Aber nein, die müssen natürlich, wo eine kleine Lücke ist, rechts an mir vorbeifahren. Man darf doch nicht rechts überholen. Mir. Nee, darf man auch nicht, aber die machen das trotzdem, weil es denen scheißegal ist. Ja, aber nicht an Reißverschlusssystem. Ich ziehe extra Schlängerlinien und sehe gar keinen. Oh, die beiden lecken ganz schön. Irgendwie will ich die nicht rechts überholen. Aber ich mach das schon. Ist es egal. Ging sowieso schnell. Pass auf, der Schwarze, der leckt extrem. Zieh nicht rüber, ey. Der Schwarze leckt, ist mir egal. Ich hoffe mal, ich fahre noch richtig, nicht dass René schon abgefahren ist, ohne uns was zu sagen. Ich bin, glaube ich, noch nicht abgefahren. Gut. Alter, René, wo bist du denn eigentlich? Er ist 1 Kilometer weit vor Dani, mir. Dani ist noch jetzt nicht mehr in der Nähe von mir. Achso. Okay. Warte, ich fahre mal ein bisschen langsamer. Ja, hast gesehen, wie der leckt, ne, Mike? Mhm. Ich fahre hier nur mit 130, ich dachte, ihr kommt nicht. Ich fahre 122 nur, weil ich kann nicht schneller. Ich hoffe, ich fahre den da hinten irgendwie nicht um, nicht dass der noch... Warum kannst du nicht schneller, Dani? Was ist los? Ja, weil der mein Anhänger so schwer ist. Nope. Ich hab einen Doppelanhänger. Jetzt wollte ich auch mal geblitzt hier. Ja, wie den Doppelanhänger? Ich kann es dir gleich sagen. Achso, mit 2 Containern drauf, okay. Naja, 21 Tonnen habe ich. Okay. Das geht aber noch. Ist klar, geblitzt. Ich glaube, ich muss es demnächst mal ausschalten, ne? Ich auch. Ah, das sehe ich schon. Wurde auch geblitzt. Tankstelle! Obwohl, nee, mit 128 durch so einer engen Tankstelle. Boah, jetzt müsste die eigentlich bald in meiner Nähe sein. Nee, würde ich nicht. Doch, ich fahre durch. Ich mache Solo-Action. Jetzt sieht man ihn dann nur noch so umfliegen, ne? Nee, nee. Jetzt müsste er eigentlich genau in meiner Nähe sein. Irgendwo hinter mir. Ja, ich sehe dich schon. Austrollen. Erstmal den LKW schön aufschaukeln. So, Moment. Ich mache das jetzt wirklich mal mit Steam. Dass ich Steam kurz ausschalte. Ich warte nur noch kurz, bis hier eine gerade Strecke kommt. Wieso willst du Steam kurz ausschalten? Ja, dass ich offline bin, dass da nicht die ganze Zeit angezeigt wird, der und der spielt das und das. Der und der ist schon wieder nur am Zocken und hat keine anderen Hobbys. So. Alle Freunde. Hier vorne muss ich aber abfahren, ne? Und okay. Offline. Perfekt. Okay. Jetzt bin ich offline. Ja, ich muss auch abfahren. Hey, das passt sogar. Ich bin sogar voll auf deiner Strecke. Voll. Ach ja, ich muss ja direkt an Straßburg vorbei. Ich glaub's nicht. Oh, jetzt kommt jede Menge Dings hier. Jede Menge Dings. Landstraße. Da ist schon einer am Graben. Was? Das ist ein Trecker. Ach, da rechts. Ja. Nee, da rechts steht einer am Straßenrand. So viel sehe ich. Ach, da. René nimmt erstmal voll das Schild mit. Ach nee, doch nicht. Okay. Erzähl nichts hier, ich habe schon ganz andere Sachen versaut. Oh, was ist denn hier los hier? Muss ich mal schalten hier? Oh. Jetzt fährt er raus. Fährt er los, der Sack, ey. Mach's ab hier. Jetzt kommt erstmal Profi 1 hier. Mein LKW braucht unbedingt noch mehr PS hier. Der muss mindestens 12.000 PS haben.